Aber zurück zum Thema. Und zwar war es ja so, zur damaligen Schulzeit hatten wir gegenüber der Schule Penny. Penny-Rewe. Also das heißt, wenn man Pause hatte oder Mittagspause, konnte man ganz gechillt kurz rübergehen. Das war halt paar Schritte entfernt, wirklich, zwar nicht wirklich allzu weit. Und konnte sich halt was bei Penny und Rewe was zu essen holen. Das haben halt die meisten von uns gemacht. Wir hatten da auch noch einen Pommesbudenstand, da haben wir sich auch welche Pommes mal geholt. Und wie ich mich erinnere, wirklich, es ist wirklich so passiert, fast jeden Tag, wenn wir Mittagspause oder wir hatten ja immer meistens an bestimmten Zeiten meine Mittagspause, festgelegte Mittagspause. Und immer sind da welche rübergegangen. Immer. Immer. Was waren auch immer dieselben. Ich weiß nicht, wo sie so viel Geld haben, wahrscheinlich von den Eltern oder so bekommen, aber die sind immer rübergegangen. Und ich nie. Nie. Wirklich, das kann man wirklich sagen. Ich bin selten, selten mal rübergegangen. Mal kurz mal wirklich, wenn es gar nicht ging oder so, wenn ich unbedingt was haben wollte, habe ich es gekauft. Aber an sich war ich nie. Weil vielleicht wirklich gesamtgerechnet über die ganze Schulzeit, wie viel war das denn? Nicht viel. Viermal oder so. Und das ist wirklich verdammt wenig. Und ja, die Ende der Geschichte ist, ich habe ein bisschen dann bei anderen gegeiert. Wenn sie sich so Gummibärchen oder so gekauft haben, war ich der Erste, der da ankam und so gefragt hat, ob ich auch was abhaben darf. War nicht geil. Jetzt so, wenn ich in Anbetracht dessen, wenn ich jetzt so nochmal zurückblicke, war das jetzt nicht so der geilste Move von mir, so einen auf Geier zu machen, weil ich Geier ungerne. Ja, hat sich jetzt sozusagen bei mir entwickelt. Damals noch viel gegeiert, heute gar nicht mehr. Wahrscheinlich deswegen auch. Das stellt sozusagen dar, dass ich wirklich geizig bin. Also ich gebe ungerne Geld für Sachen aus. Gerade für Lebensmittel. Also das meine Argumentation, warum ich mir nie was drüben geholt habe bei Penny oder Rewe war immer, warum auch? Ich gehe zur Schule, ich habe mein Pausenbrot da bekommen. Wozu soll ich jetzt noch zu Penny und Rewe gehen, um zusätzlich Geld fürs Essen auszugeben? Weil meine Argumentation war immer so, warum? Ich hab gleich Schule, hab erst mein Pausenbrot, komm nach Hause, krieg was von meinen Eltern was Warmes serviert. Warum soll ich jetzt noch zu Penny und Rewe oder so gehen und mir noch was holen und mir den Magen vollhauen, wenn ich sowieso zu Hause auf mich Mahlzeit wartet? Damals wäre er nicht meine Eltern, sondern eher mein Bruder noch auf mich gewartet hat und wir dann zusammen was gekocht haben. Da war immer so meine Argumentation, warum soll ich da jetzt großartig auf was, warum soll ich mir jetzt die Magen verbieten oder kaputt machen, wenn zu Hause jemand auf mich wartet, der mir dann was zu essen macht? Warum soll ich dann dementsprechend Geld, so unnötig Geld ausgeben? Das war halt immer so meine Argumentation, warum ich nie Geld ausgegeben habe. Macht im Endeffekt Sinn, würde ich so sagen, ne? Weil man kann das als geizig bezeichnen, kann man sehen, wie man will. Ich stehe dazu, weil, wie gesagt, war für mich immer so die größte Geldverschwendung. Wozu da so Money investieren, wenn das Essen sowieso zu Hause auf einen wartet? Kann man auch warten, bis man nach Hause kommt und da essen. Ganz vernünftig. Finde ich jedenfalls natürlich. Das war immer so meine Argumentationsbasis dazu. Dementsprechend habe ich auch selten immer was gekauft. Das war wirklich, wenn gar nichts ging. Wenn ich zum Beispiel irgendwie Pausenbrot gegessen habe und immer noch richtig Hunger hatte. Und da musste ich wirklich, wenn ich nur Hunger hatte, das hat nicht gereicht. Ich musste richtig Hunger haben. Also richtig schon sterben vor Hunger. Genau sowas musste passieren, dass ich dann sage, ich gehe jetzt rüber und hol mir was. Aber sonst nie. Also dementsprechend kann man mich vielleicht als geizig bezeichnen, aber man kann mich auch als jemand bezeichnen, der nicht Geld für jeden Scheiß ausgibt. So kann man das natürlich auch sehen. Die Perspektive, ist eine Frage der Perspektive sozusagen. Okay, jetzt ist sie eine Gesellin, jetzt muss sie wahrscheinlich die Expertenausbildung machen und dann hat sie es hinter sich gebracht. Glaube ich mal. Ich glaube, nach einem Experten kommt nichts mehr. Natürlich könntest du den Bachelor und den Master machen, aber ich glaube, in diesem Spiel existiert so etwas nicht. Okay, wir brauchen noch ein paar von denen und dann brauchen wir noch ein paar Borstenpelze. Ach, da doch. Ein bisschen sammeln ist da doch noch dabei. Also so ganz ohne geht das dann am Ende doch nicht. So, der hat diesen Adler-Dings da, ne? Genau, der hat diese Waffe. Fangklaue heißt sie sogar. Mal schauen. Irgendwo brauchen wir noch ein bisschen. Ich hab nicht genug. Also ich könnte. Ja, der hat schon.
Der hat da schon ganz gut geschaut, der Kollege. Der hat gesehen, dass ich da auch hin wollte. Aber wir können uns ja zusammentun. Dann geht das deutlich schneller. War das gerade ein Speedhacker? Der war mir ein bisschen zu schnell unterwegs gerade. So, als letztes steht nur noch Pelze sammeln. Natürlich zwischendurch mal reparieren, ihm ein bisschen zeigen. Ja, zum 200. Mal hier, so repariert man die guten alten Fallen. Das muss ich dann nur noch irgendwie rüberkommen, weil auf der anderen Seite funktioniert das dann doch nicht. Ja, und am besten so, dass ich nicht... Ah, okay, die sind alle tot. Irgendjemand war hier schon zugange und hat hier alles für mich erledigt. Muss ja eigentlich nur noch hier vorbei. Zack. Hier ist noch ein Rahmob in der Höhle. Ach, da sind sie. Boston-Pelze. Aber der kann noch warten. Ich gehe mal erstmal zum Rahmob. Boston-Schlund. Ach, und der gibt mir sogar auch einen Pelz. Super. Und sogar perfekt für ihre Gesellenabschlussprüfung. Super. Man tut ja, was man kann, ne? Wenn man so beides unter einen Hut bringt, freut man sich. Okay, der macht aber ganz gut Damage. Was? Ah, fügt ein Angreifer Naturschaden zu. Da darf ich ihn, muss ich ihn ignorieren, wenn er die Kacke macht. Das tat weh. Ich wollte gerade sagen, woher kommt der fette Damage-Output von ihm? Okay, wenn er das versucht zu zünden, muss ich... Wo ist meine Jägerin? Wo ist meine Jägerin? Ach, da ist sie, ja. Genau, verprügel ihn. Nicht, dass sie jetzt hier verschwindet und sie keine XP-Punkte abbekommt. Das wär traurig. Aufgestellter Nacken. Okay. Nicht angreifen. Stehen bleiben. Und es einfach über sich ergehen. Genau, schießt du auf ihn. Schießt du auf ihn. Du kannst da Damage machen, ohne Konterangriffe zu erwarten. Kill ihn. Ich habe kein Ziel. Sehr gut. Hat sie, so, hat sie sogar erledigt. Sehr gut. Und da hat sie, glaube ich, auch ordentlich Erfahrungspunkte dafür kassiert. Auch nicht schlecht. Genau, jetzt können wir uns wieder dem Bären zuwidmen. Haben aber auch keinen Pelz dafür bekommen. Dieser Drecksack. Hat uns auch nichts dafür gegeben, dass wir ihn fertig gemacht haben. Außer jetzt ein bisschen Ordensressourcen. Von denen wir immer noch verdammt viele brauchen werden. Denn das Upgraden habe ich ja mal schon in der letzten Folge mal gezeigt. Das Upgraden kostet viel. Also die billigen Upgrades kosten mich 500 Ressourcen. Je Rüstungsteil. Und wir haben verdammt viele. Man staune. 1, 3, 6, 8 Stück. Jetzt muss man natürlich dann, wer schlau ist, kann ja rechnen, ne? 8 mal 500 ergibt. Ha? Wer weiß es? Wer weiß es? Genau. 8 mal 500 ergibt ungefähr roundabout 3000. Gar nicht. Doch, 3000. Ich habe kein Ziel. 3000 ergibt das ungefähr. Nein! Was laber ich für eine Scheiße, Mann? Eigentlich gut in so normales Rechnen liegt mir. Nicht 3000, 4000, so. Das ist richtig. Aber da bin ich gerade eben ein bisschen, da hatte ich einen mathematischen Fehler gerade. In der Störung der Matrix, deswegen konnte ich nicht gerade so gut berechnen. Aber 4000 muss man investieren, nur um alle Rüstungsteile abzugraden. Und das ist das Billigste. Das nächstbeste ist, glaube ich, 750 oder so kostet das. Und das auch nochmal mal 8. Also da kommt man schon auf verdammt viele Ressourcen, die man verschwenden muss. Und wir haben gerade mal genug für vielleicht mal ein Upgrade für jeden. Ist nicht billig, sozusagen. Aber wenn es sich lohnt, lohnt es sich. Alles nach der Zeit. Wir müssen ja mal gucken. Wir können ja auch, wenn wir viel raiden, wenn die Raids ganz cool sind und mir Spaß machen werden und ich dann sage, ja, okay, es lohnt sich dann mal öfters reinzugehen, weil es bockt. Kann man sich versuchen, auch da die ganzen Rüstungsteile zusammenzubasteln, weil da kriegst du... Aber ich glaube nicht aus dem Dungeon-Browser, verdammt. Aus dem Dungeon-Browser kriegst du es nicht. Da musst du schon normal oder mythisch reingehen. Fuck it. Dann bleibt mir doch keine Wahl, jetzt erstmal auf die Standard-Schurken-Ausrüstung zu gehen. Der hat noch nicht genug. Ich muss mal gucken. Hier sind vor allen Dingen zwei Höhlen. Zwei Häuser. Ist hier kein Schatztruhe oder so? Das überrascht mich. Ja, okay, komm. Töten wir noch diesen einen Bär... Danach müsste, glaube ich, seine Ausbildung abgeschlossen sein. Na? Na? No, okay, kein Bock jetzt noch einen Bär zu töten. Wir suchen eine Falle, reparieren dir das und dann war's das. Dann müsstest du, glaube ich, fertig sein, weil ich glaube nicht, dass noch ein Experten noch was Großartiges für dich noch rausspringt. Da, war da gerade eine Falle? Nein, sehe ich gerade nicht. Bevor ich da jetzt abgesattelt werde, riskiere ich es lieber nicht. Könnt ihr auch normale Seuche töten. Es ist ja egal, wir können alles fertig machen. Ist da vielleicht was? Elite! Ja, komm her! Sieht so aus, als würde er vielleicht eine Quest danach droppen. Solche Elite-Viecher bringen meistens immer am Ende was. Es lohnt sich. Tun wir uns mal zusammen und greifen ihn komplett zusammen an.
Vielleicht auch Ressourcen. Ressourcen werden. Ja, okay. Doch nicht. Schade. Aber sie hat dafür ihre Prüfung abgeschlossen und muss nichts mehr machen. Gut. Na, ah, schade. Normalerweise ist es ja so. Man sollte wirklich aufpassen, weil wenn man da Elite-Monster begegnet, sollte man versuchen, sie zu besiegen, wenn man es schafft. Weil die droppen meistens irgendwas Quest-Tech-Relevantes, was man dann abgeben kann. Kriegst Erfahrungspunkte. Für mich ist das jetzt zwar egal, aber fürs Leveln noch einigermaßen ziemlich zu gebrauchen. Nichts geht über diesen frischen, tiefen Duft im Wind. Ja, das freut mich, dass du Spaß hast, Nessingway. Ah ja, Tatsache, jetzt müssen wir von jedem den Anführer sozusagen erledigen. Hier haben wir den, von den Elchen den und von den Panthern Rasha. Ach so! Ah! Ja, super geil. Das heißt, den Assi, den wir gerade fertig gemacht haben. Och, nö. Das heißt, den Assi, den wir gerade eben fertig gemacht haben, war. Oh, man. Aber es freut mich, dass sie es geschafft haben, wieder so Quest-Mobs anzulegen, für die man mindestens mehr braucht als einen. Ich glaube nicht, dass es so wie in WoD ist, dass man es alleine schafft. Ich glaube, das werden wir wirklich ohne Hilfe nicht mehr schaffen. Kommt drauf an, wie viel Leben hat er denn? 15 Millionen? Nee, das kriegst du niemals alleine hin. Niemals wirst du den alleine kaputt hauen. 15 Millionen, das kriege ich nicht down. Also braucht man mindestens ein oder zwei noch dazu. Also wie es da auch steht, drei Stück brauchst du insgesamt. Nee, das wird nichts. Das kriegen wir nicht, den kriegen wir nicht kaputt. Aber wenn wir uns hier zusammentun, als Gruppe, so wie der kleine Ork hier, der jetzt einfach so losgeht und meint, er schafft das, ja okay, helfen wir mal. Am Ende profitieren wir ja beide davon. Hoffe ich jedenfalls. Wäre jetzt ziemlich bitter, wenn ich nichts davon bekommen würde. Von seinen, weil er ihn ja als erstes angegriffen hat. Ja, es läuft. Zu zweit kriegt man es, glaube ich, auch noch gerade so hin. Weil er nimmt die Agros, finde ich, ganz gut, weil er mehr Leben hat, auch wenn er ein Level unter mir ist. So, zu zweit sollte das dann auf jeden Fall voranschreiten. Das sollten wir hinkriegen. Werde ich ihm sogar ein bisschen Zeit verschaffen, dass er sich mal heilen kann. Nierenhieb for the win, wie man so schön sagt. Ja, das läuft. Guck mal, der kassiert ja gar nichts am Schaden. Entweder heilt er sich da gut immer auf, oder ich habe ihm gerade die Zeit gegeben, das zu tun. Ja, es läuft. Haben wir. Haben wir. Ich hoffe, ich profitiere auch davon. Weil ich muss ihn looten. Kriege ich ja sein rechtes Auge. Das brauchen wir ja. Sonst läuft leider nichts. Genau. Super. Beide profitiert. Ich würde sagen, beide gute Arbeit geleistet. Die nächsten. Ich weiß nicht, sind das auch drei Spieler? Nein. Ja, doch, Tatsache. Ja, sehr gut. Das heißt, wir brauchen für jeden mindestens immer einen. Aber zum Glück ist noch dieses Gebiet gut gequestet. Dementsprechend können wir auch hier noch es uns leistens mal versuchen und zu warten. Gerade eben hat es ja auch ganz gut funktioniert. Kurz gewartet, da kam schon einer und hat den angetankt. Wenn wir jetzt noch Glück haben, Grimmschwinge müssen wir abschießen, ne? Leuchtpistole benutzt, schießt ein einzelnes Leuchtsignal in der Luft, um eure Position signalisieren. Okay. Das heißt, hier irgendwo wird er sein. Ich muss jetzt darauf aufpassen, dass ich irgend so ein fettes Ding finde. Ja, sollte ich es machen? Ich zünd mal die Pistole. Ach, ich muss das Viech erstmal finden. Ja, das ist natürlich, Sonst gehen wir weiter auf den anderen. Da kriegen wir auch ein Medaillon. Ja, gar nicht mal so schlecht. Meisterschaft auf jeden Fall wieder dabei, das ist gut. Bin immer Fan von Meisterschaft. Irgendwo hier. Ich sehe schon, da ist jemand an ihn dran. Ja? Ja? Nein! Ja, da dementsprechend ist auch mein... Ja, super geil. Ich wollte gerade, wollte ich da ran und der ist tot. Super. Ich wollte gerade Schattenschritt machen, tot. Ach, klasse. Ich muss hoffen, dass sie vielleicht hier noch irgendwo Grimmschwinge machen. Dann kann ich noch dazu... Hier kommt Rums. Okay. Hier, da ist er, 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 da ist er. Der hat aber nicht viel. 6,2, das ist zu weit entfernt. Der ist aber außer Reichweite. Das wird für mich ein bisschen zu... Aber 6,2, das müsste ich vielleicht noch alleine gerade so hinbekommen. Ich bin außer Reichweite. Warte mal. Ach hier, hier muss man weiter hoch. Sonst funktioniert das auch gar nicht, klar. Die Jagdgesellschaft wird euch helfen, dieses Fehl. Ja, super, mit der Katze da am Ende, das ist ja super geil. Oh, shit. Ja, okay, die Katze ist gleich down. Aber trotzdem nicht geil. Haben wir hier Unterstützung? Auf jeden Fall bin ich hier nicht allein, sehe ich gerade.
Komm, helf ihm mal aus. Egal, wer da gerade an zugute ist. Damage-technisch ja. Ich sehe schon. Das wird für uns katastrophal enden. Katastrophal wird das für uns enden. Wir sind kein Tanker. Das ist leider das Problem an der ganzen Geschichte hier. Ich muss jetzt aufpassen. Ich muss viel auf Damage gehen, viel auf Stunts gehen. Ein bisschen was trinken, weil der Schaden, den er macht, man sieht das. 50.000 einfach mal ein Hieb. Das ist nicht wenig, leider. Aber den kriege ich. Den kriege ich. Alleine kriege ich den down. Das ist, finde ich, gut. Freut mich. Ein hervorragender Schuss. Das wird ein gutes Kapitel in meinem nächsten Roman abgeben. Ja, das freut mich, dass ich deinen Roman ein bisschen aushelfen konnte. Wenn wir jetzt noch den letzten erlegen. Ich weiß nicht, ob sie dazustoßen, weil wenn sie dazustoßen, dann ist das dann doch ein bisschen zu einfach, würde ich mal sagen.